Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Mafia 3. Okay. Ich war nicht auf die Karte gehen. So, was machen wir denn heute? Mit Donovan treffen. Na gut, machen wir das so. Na gut, auf geht's wieder mit unserem Lieblingshelden Lincoln Clay. Ja, gucken wir mal. Ja, mein kleinen Weg von ungefähr 2,6 Kilometern vor uns. Aber das kriegen wir schon hin. Sind wir nicht in der letzten Folge, war nicht Alba West. Ich weiß gar nicht, was wir in der letzten Folge gemacht haben. Es ist immer so lange her. Ich nehme immer so 4-5 Folgen am Stück auf und dann dauert das immer. Weiß ich nicht, was in der letzten Folge dran war. Oh, keine Ahnung. Naja, egal. Wie dem auch sei. Wir machen heute weiter. Wir sollen uns heute mit Donovan treffen. Mal wieder. Ich hab Vorfahrt, ich bin Lincoln. So, ach Gott, was geht das heute weiter mit direkt? So. Da wäre noch so ein Abhörpunkt. Liebe Kinder, oder wie auch immer, fahrt bitte nicht so, wie ich es tue. Habe ich schon so viel geschafft. Wir haben, wie gesagt, schon 4 Leutnants gekillt. Wir haben einen ersten Capo zum Beispiel schon geholt. Also, wir haben ja schon Tommy Marcano. Ja, ich hab das Fuck. War das nicht die letzte. Nee, Tommy Marcano, war das nicht die letzte Folge sogar? Doch, ich glaube, Tommy Meccano war die letzte Folge, die war. Den haben wir nämlich in der letzten Folge geholt. Doch, ich meine mich zu erinnern. Ich hole mir natürlich das Ding hier im Gott. Warte mal. Da liegt er. Okay. Sache, ich suche die Dinger jetzt nicht explizit die ganze Zeit ab, aber wenn ich sie jetzt wirklich so sehe, dann hole ich mir die auch so zwischendurch. Außerdem wollte ich den Scheiß, guck da hinten nicht unbedingt. Da wollte ich den nicht dauerhaft vor mir haben. Naja. Da wären wir Gegner gewesen, aber wie gesagt, die lassen wir zwischendurch mal auch einfach in Ruhe. Man muss sich ja nicht unnötig mit irgendwem. Scheiße. Krieg ich sie da rausgeholt? Scheiße. Das war aber tatsächlich nicht die Absicht. Ich wollte den einen noch überholen. Gut, dass das jetzt nur im Spiel passiert ist. Wir werden jetzt natürlich nicht hier links. Links stehen sie über den Kopf. Deswegen, die lassen wir auch gerade einfach in Ruhe. Die lassen wir auch einfach mal in Ruhe. So.
So, Baubetrieb heißt die nächste Mission. Da vorne ist ein Kopf. Der kleine Hurensohn hört mich auf zu pfeifen. So, wir haben wieder einige Missionen. Rede mit Larry Davis. Das machen wir doch. Das... Leutnant, Tunnel Derazio. Unter Tunnel Derazio läuft die Innenstadt wie ein gut geölter Motor. Er gehört zur Sorte Leutnant Ziele, selbst angesichts eines hitzigen Kapus wie Onkel Lou Marcano die Ruhe bewahren können. Onkel Lou verlässt sich darauf, dass Tony sich um alle finanziellen Aspekte seiner Operation kümmern. Wenn der Tony aus dem Weg kreuzt, entlarvt das Lou Schwächen. Hör mal, Mädchen. So. Das war übrigens nicht mal die Absicht. Außerdem muss ich die alte gerade machen. Wieso ist die Musik überhaupt so laut? Das interessiert. Warte mal. Wir haben gerade 12% erst gespielt. Ach nee, 12% ist in Sammlung. Okay. Ich müsste eigentlich jetzt gerade nur mal was machen. Moment, Blickumkehr. Ich will nicht die Steuerung haben, sondern ich will gern... Naja, ich wollte eigentlich was anderes machen. Ich wollte die Musik ein bisschen leiser stellen, aber irgendwie will er das nicht. Weil die irgendwie so eh. Weil die ziemlich laut ist. So. Sind Sie der Mann, den ich treffen soll? Ich habe gehört, Sie haben Informationen für mich. Jetzt muss ich raus. Lenny Davis, ich arbeite im Bauamt und Ihr Freund sagte, Sie könnten mir mit meinem Erpresser helfen. Was gibt es bei jemandem wie Ihnen denn zu erpressen? Mein Büro prüft neue Projekte. Ich habe Mist gebaut, meine Frau betrogen. Und dieser Jimmy Cavar hat es gefilmt. Stellte sich raus, dass das Mädel auch für Cavar arbeitet. Was will er von Ihnen? Er zwingt mich, fiktive Bauprojekte durchzuwinken und die Schecks für seine Firma einzulösen. Cavar Construction. Sie kennen den Namen sicher von Schildern an der Rathausbaustelle. Die Sache ist, er kommt eigentlich nur bei Problemen her. Passt doch. Probleme machen ist mein Spezialgebiet. Einige seiner Leute hängen in der Innenstadt rum. Ich bin kein schlechter Kerl. Hab bloß einen Fehler gemacht. Tauchen Sie unter, Lenny. Ich besuche Cavars Jungs. Da geht schon was. Okay. Cavars Leute wissen mehr, was er tut, als ich. Er sollte aus Marie lieber eine ehrbare Frau machen, bevor sie ihn noch... So, was fangen wir denn heute an? Mit dem Baumaterial? So, was haben wir denn als nächstes? Also, wir fangen jetzt damit an. Erledige Cavars. Vollstrecker Giza. 50.000 muss wieder der Schaden sein. Gut, dann fangen wir damit an. Ich weiß nicht, wir haben genug Kohle eigentlich auf der Hand. Das heißt, wir können theoretisch einen Schlägertrupp wieder schicken. Also, wir haben genug Optionen. Aber wir schauen uns das erstmal selber an. Damit wir natürlich... Oh Gott, aber ich könnte ja... Na gut, wir könnten das ja selber ein bisschen tun. Aber dafür gibt es einen Schlägertrupp, ja. Wenn ich sage, ich... So. 100 Meter sind das jetzt noch. Halt, komm. Hier in der Innenstadt muss ein Ziel weg. Geht das? Alles klar. Wir kommen gleich rüber. Ist der Kerl noch ganz richtig im Kopf?
Wachposten alarmiert, wird jetzt auch richtig lustig. So. Verstärkung ist angekommen. Ach, die kommen jetzt eher. Kurz alle tot. So. Nochmal, ich stelle mir jetzt nebenbei das Geld noch mit ein. Zack, zack, zack. War der Plan an der Sache. Der LKW ist zerstört, der erste. Hier muss immer noch Waffendings sein. Yeah. Okay, dann schauen wir das anders mal. Nehmen wir die Munition, die Kohle noch mit komplett hier. Das sind wieder 50.000, sind wieder 1.000 Dollar. Vorne mal jetzt ein Auto, und zwar nämlich mal meines. So, der nächste, der hier irgendwo rum. Warte mal, was ist das da oben? Was anderes. Gut, aber das machen wir dann im nächsten Part bei Let's Play Mafia 3.